Mein nächster Trick. Ich werde jetzt Merkel imitieren. Was? Deutschland. Haha, fast wie echt. Oha, Merkel hat's gesehen. Hat jemand meinen Namen gesagt? Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer, zu einem neuen Part Miitopia mit dem Zwergenfürst. Weiter geht's auf dem Weg Richtung Osten. Ein Gesicht haben wir zu finden. Mal sehen, wo wir das finden. Erstmal Abmarsch hier in diese Richtung. Hier scheint ein Goldschatz zu liegen. Ist es der schon? Nein, das ist eine Falle. Oh Mist, weil ich auch jede Falle öffne. Ich öffne jede Truhe und in einer ist irgendwann mal eine Falle drin. Aber da ist nur Ploinks sind. Ein Goldploink, drei grünen Ploinks und ein Yamploink. Was wird es ein Yamploink? Okay, hier werden wir was jetzt sehen. Ich habe ja diese schöne Attacke, diese wunderschöne Attacke. Fiese Formel. Das wird dann so aussehen. Okay, ich hatte mir eigentlich mehr erwartet, aber gut. Die grünen Ploinks haben wir besiegt. Der Goldsplank und der Miamplank ist noch da. Von hier aus. Zack, Goldsplank besiegt. Und der Miamplank, den bringt wahrscheinlich was zum Mampfen. Und was zu essen. Der Goldsplank bringt was zum Ausgeben, also Geld. Die anderen sind einfach nur Gegner. So ein Glück. Die hast du da mal geschafft. Bonus EAF. Für wen? Ich gebe es immer Donald. Der bekommt sie. Ploink-Wurzel. Sag ich doch, die ist was zu naschen. Und das Geld haben wir vom Goldploink. Aber hier. Hier muss doch was drin sein, oder? Riskieren, öffnen oder weiterziehen. Ich öffne sie. Ja, kann ja nicht in jeder Truhe ein Feind drin sein. 1000 Gold. Ja, wenn ich da weitergezogen wäre. Das wäre nicht so schön gewesen. Und weiter geht's. Ein Pfad voller Truhen, wie es aussieht. Ein Gasthaus. War nur zwei Truhen. Also kein Pfad voller Truhen. Nicht wirklich. Mir wird gehungert. Ja, so ist das leider. Es macht so einen Spaß, auf den riesigen Lotusblättern zu laufen. Oh ja, es macht die ganze Zeit ploing, 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 flop, flop, flop und so weiter. Aber es ist auch ganz schön anstrengend. Das ist wohl wahr. Aber sieh es mal positiv. Das entspannt uns den Gang ins Fitnessstudio. Das erspart uns den Gang ins Fitnessstudio. Auch wieder wahr. So schöne Dialoge hier. Die zwischendurch sind ein bisschen verrückt, aber... Ja, die anderen auch, aber... Wir gehen oben lang, wie immer. Haben wir noch genug HP-Bananen? Oha! Ein... Was ist das? Ein Progel und ein guter Golem. Die Frage stellt sich, warum wir einen guten Golem überhaupt angreifen müssen. Der müsste doch nicht uns angreifen, weil wenn er uns angreift, ist er doch zumindest nicht ganz so gut, wie er sich nennt. Er schimpft sich guter Golem und greift Wanderer an. Das finde ich nicht so gut. Und Attacke, Blumenduft, nein, nicht Attacke, nur Wiederbelebung, Auffrischung der HP. Impuls. Schon ist er besiegt. Zack, der hat auch nur noch weniger HP. Duty kann es weitergehen. Level 11 lässt noch auf sich warten. Das, ja, dauert jetzt ein bisschen länger. Wenn man schon in Level 10 ist, dann dauert das noch ein bisschen. Weiter nach oben. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich hoffe, wir kommen an, wenn wir oben lang gehen. Öffnen. Einen Spielschein erhalten. Brauche ich so absolut gar nicht. Habe ich genug von. Es wird nachts. Das Frühstück war heute echt lecker. Schon den ganzen Tag hinter dir, oder? Wie schnell die Tage hier vergehen. Das ist unglaublich. Zack, 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 zack. Die zwei in der Mitte besiegt. Die
frischen Brisen, die sind wohl ein bisschen stärker. Nimmt dies. Zack. Okay, Merkel ist dran. Zack, zack. Feuer frei. Alle greifen ordentlich an. Ich will natürlich auch mein Bestes dazu tun und setze mal das hier hin. Okay. Okidoki. Nein, nicht so okidoki. Donald ist ziemlich angegriffen. Was ist passiert? Damit ist das Wasser übergelaufen. Ich habe nicht hingeguckt, was ist passiert. Sind wir etwa fertig? Heilende Melodie. Zwergi ist dran. Energisch. Du schaffst das, Zwergi. Jetzt ist Streit zwischen Putin und Donald. Das finde ich gar nicht toll. Bekannte Level 4. Come on, gelernt. Mitten im Kampf. Ich setze nochmal Impuls auf frische Brise Nummer A ein. Weil A natürlich eine Nummer ist. Und dann haben wir es auch wieder geschafft. Kann es weitergehen. Sturmlimo. Sudschnecken, Hühnchen, Curry und noch eine Sturmlimo. Na, da gibt es ordentlich was zu essen. Das muss ich dann natürlich wieder offscreen machen, weil das sich nicht so sehr anbietet für die Kamera. Oh, was ist mit mir passiert? Ich bleib da einfach liegen. Ich penne einfach ein. Die bemerken es zum Glück. Wo ist Zwergi? Der ist aus dem Bildschirm verschwunden. Was, bin ich jetzt nicht mehr mit dabei? Machen jetzt einen Kampf ohne mich? Scheint so. Wir sind jetzt zu dritt. Ach, verflixt. Mist. Ich kann nichts machen. Noch, ich kann machen. Ich kann in die Ruhezone legen und die Streuer aktivieren, aber ich kann halt nicht mitkämpfen. Das läuft hier gar nicht so toll. Ohne mich. Auweia. Neue Herausforderung hier. Oder was? Das finde ich nicht so spitze, wenn ich nicht mitkämpfen darf. Und mein Team alleine sehen muss. Ah, da bin ich wieder. Das ist gut, dass ich auch mal dazu stoße. Spielt eine heilende Melodie. Dankeschön. Dankeschön dafür, Fee. So, greif mal die frische Brise B an. Attacke hier. Oh, zusammen mit Merkel. Merkel hat mich unterstützt. Tänzchen von Putin. Und Prinzessin Putin. Okay. Tanzt wie wild. Die frische Brise. Als ob die nicht eh schon tanzen. Zwergi bittet Hilfe an. Merkel greift an. Zu zweit ist es besser. Bringt mehr Abzug in den HP. 590 haben wir schon gerettet. 591, wenn wir ihn jetzt hier noch besiegen. Auf geht's. Formel. Fiese Formel. Nein, fiese Formel war das nicht. Das war Impuls war das. Und Donald greift an, schießt wild um sich. Trifft zum Glück niemanden aus dem Team mehr. Und 591 geschafft. Wie aufregend. Merkel war wieder der Stärkste. Gibt wieder ordentlich Futter. Ein Gasthaus. Juhu. Sind wir durch diese Level-Ebene. Schlafen. Hilfe, Schwester. Tamla 3, wo bist du, Liebes? Sie muss da drüben sein. Bleib, wo du bist, ich komme. Wir hören das Gesicht der dritten Fee. Und da ist es auch schon, jetzt sehen wir es schon. Wer wird wohl unser nächster Gegner sein? Hilfe! Oha, ein riesiger Frosch. Der ist aber ganz schön fett. Hat jetzt Tamlas Gesicht auf dem Bauch. Ach du Schande. Tamla 3, Frosch. Mit ich ja K.O. bin. Nein, das war schlecht. Da müssen wir wohl nochmal zurückrennen hier. Auf ein paar Zwischengegner treffen und an den Kämpfen wachsen. Vielleicht sind wir dann irgendwann echt dazu, in einen Kampf zu geraten. Gähn, wir sind müde. Ich habe doch gerade erst geschlafen. Kollektivschlaf hier auf der Lotusblume. Dann kann es ja weitergehen, wenn ihr jetzt ausgeruht seid. Das Essen ist zu. Da sagt er was über das Essen. Kann auch gar nicht sein. Was eine Furie! Wie kommt denn die hierher? Ach du Schande! Damit habe ich schon gar nicht gerechnet. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Die OP-Attacken. Was? Nur ein Abzug. Zwergi bietet Hilfe an. Ach du Schande. Was soll denn der Mist hier? 999 Abzug. Ach du. Das Team ist doch fast am Boden.
Ja, gleich ganz am Boden. Los, Impuls. Komm, das kriegen wir doch hin. Ist doch machbar, oder? Komm, mach mal. Sieht zwar sehr schlecht aus, aber komm, das kriegen wir hin. Komm, komm, komm. Einmal Impuls. Sieht zwar nur einen Punkt aus, aber sie kann auch was abziehen. Nein. Besiegt. War das eine Furie mitten auf dem Weg. Sehen. Ach du Schande, sind das heute hier. Oh. Und was haben wir hier? Ich will in das Zimmer von Merkel gehen. Dann sollst du deinen Willen bekommen. Sollst du in das Zimmer von Merkel geschickt werden. Zu bereden unter Politikern, Fürst und Kanzlerin. Training, hurra! Auf jeden Fall. Können Sie sich näher kommen beim Training. Das glaube ich dir, Zwergis. Mie. Mein Mie. Und Sport. Training. Alles klar. Kupfergeschoss wäre der Traum von Donald. Na, soll er es sich gönnen. So, wollen wir mal einen anderen Weg gehen? Uns versperrt von diesem Frosch. Der linke Weg wird uns versperrt von der Furie. Mal sehen, was hier kommt. Nein, zum Glück nicht. Kopfquapper und guter Golem und Froschbrise. Das ist eine gute Kombination. Ich versuch's mit der fiesen Formel. Obwohl der gute Golem, der wird nicht sehr viel davon abbekommen. Okay. Hat nicht den gewünschten Effekt gehabt, aber ein bisschen wird's wohl gemacht haben. Oh, kann sich selbst heilen, die Froschbrise. Und das ist... So, dafür finde ich keine Worte. Das ist überraschend. Impuls auf guter Golem. Kann mir das jemand erklären, warum gute Golems überhaupt angreifen? Warum es die jetzt Gegner überhaupt gibt? So, feuerfrei Donald. Er hat es geschafft. 196 bald sollten wir es bekommen. Juhu. Können wir gebrauchen. Mit Tamda an der Seite führt. Hier eine Endspielbanane für Merkel. Wir können sie uns teilen, dachte ich. Sie futtert sie ganz. Dankeschön. Ah, lieber nichts überstürzen. Nein, nur ein Goldblink. Das kriegen wir hier backen. Was passiert hier? Okay. Donald rettet Putin. Okay, Impuls. Greif du auch an Putin. Ja, besiegt. Hurra. 100 Gold. So was von OP-Gegner hier heute in diesem Part. Glaube ich nicht. Gasthaus, oder? Blumen sind so schön. Ich blühe richtig auf, wenn ich dich ansehe. Dankeschön. Weißt du, Donald, noch schöner als Blumen sind deine Komplimente. Die verteile ich gern. Die Blume ist, weil diese Kostüme, die sind so mau. Muss man neues besorgen für Merkel. Mehr, dass Merkel eine Blume ist. Es ist wirklich. Das geht gar nicht mehr. Nicht. Wilse, wie wär's mit einem neuen Kostüm? Aber auch das Blatt ist mir recht. Ein Smaragdblatt wurde gekauft. Oh, das war bestimmt. Ist es auch effektiv im Kampf. Matrosenkleid. Kleid so schön, wie es ist, aber ja, da er sich nur ein MP-Bomber gekauft hat. Weiter vorangehen. Nein, den rechten Weg haben wir abgeschlossen. Jetzt kommt der linke. Mal sehen, ob wir hier noch ein bisschen Training kriegen. Training, hurra! Ich will ein Kätzchen. Folie. Ah. Guten Tag. Ich besiegen wir dich auch irgendwann mal. Putin! Mistens. Mist, Mist, Mist. Impuls! Zack! Solange ich kann. Mach auf, Putin! Tau des Lebens. Das ist schön. Dass das wirkt. Los, Putin, greif an. Oha, das ist eine richtig geile Attacke. Das sollte was bringen. Merkel.
Leben auf Merkel. Steuer des Lebens ist nun verbraucht. Impuls auf die Furie. Komm! Attacke! Das kriegen wir doch hin. Wir haben doch gelacht und das nicht mehr hinkriegen könnten. Und zur Belohnung, okay. Belohnung. So, der Lebensstreuer ist verbraucht. Seine Merkel schafft es jetzt noch. Los, Attacke. Haut rein. Macht's alle. Yay, wir haben es geschafft. Wir haben die Furie besiegt. Na dann. Hui, wie aufregend. Die war aber wirklich OP hier mit ihren 999. Alter, Spiel, was willst du von mir? Ich will ein Kätzchen. Ja. Hab ich schon gehört. Hast du bereits. Was, noch ein Kampf im Hintendrein? Ach, Mensch. Wir sind doch alle noch geschafft von dem Furienkampf. Was soll denn der Mist hier? Kasadaiminu! Mein Kampfgeschrei. Lasst uns tanzen! Trump, nein, Putin lädt zum Tanzen ein. Blumenduft. Dominant wird wieder geheilt. Das freut mich außerordentlich nicht. Haha! Zum Glück ist die Vieh auch mit dabei. Und setzt ordentlich Sachen ein. Pfeile zum Beispiel. 600 haben wir geschafft. Yay! Es gibt einen nächsten Bonus von Horst. Attacke. Luftschuss. 601. Golem Steak. Ich hätte mal wirklich wieder Lust auf Steak im echten Leben. So ein richtiges Grillsteak. Yum. Öffnen. Was ist drin? Ein Bratgreifchen. Okay, ja, Hühnchen ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Ich hätte lieber ein Steak. Ein Gasthaus. Die Heule. Das geht auch. Du hast jetzt 600 Leute gerettet. Die macht das Wurst. Wissen wir, was der sagt, oder? HP-Steuer von origineller sein können. Und ein paar neue Texte einbauen können. Ärger vorbei. Hui. Donald wurde verziehen. Dua, dua. Neue Beziehungsstufe zwischen mir und Merkel. Level 8. Geben gelernt. Mal mit dem Frosch hier. Das wäre doch. Wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ach, den Text. Rein, Frosch. Den werden wir beseitigen. Mit geballter Teamkraft. Impuls. Habe ich jetzt auf den falschen eingesetzt. Was soll es? Ja, was soll es, ist da das falsche Wort? Oh, Merkel, wusste ich gar nicht, dass die so eine Attacke kann. Ja, da sollte man schon konzentriert handeln. In so einem Bosskampf sollte man nichts Falsches machen. Der Bauch bläht sich wieder auf. Oh, Schande. Attacke. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht anlegen können, bevor er die Attacke einsetzen kann. Nein, nicht jetzt schon. Der Putin muss in die Ruhezone. Sieht ganz sehr schlecht aus für diese Attacke. Ach, Donald heilt sich selbst mit einer HP-Banane. Das freut mich, dass du dich selbst heilen kannst. Kommt schon. Ah, schön, dass die Fee uns hilft und die Nebenbuhler hier beseitigt. Impuls. Na komm, Attacke. Wer hat auch gelacht, wenn wir den nicht hinkriegen? So, jetzt muss ich aber mal in die Ruhezone. Puh, Mundgeruch. Nein, Donald. Okay, Putin hat gerade die Ruhezone mehr nötig. Ne, merke jetzt, weil geheilt wurde. Hey, mach auf, Donald. Gibt alles auf, wir werden es schaffen. Hier zur Belohnung, okay. Weiß nicht, was sie mit Belohnung meint, aber von mir aus. Putin! Nein! Ja, den können wir jetzt nicht retten. Es sei denn, Merkel kann ihn retten. Feuer frei. Ja, Donald, eröffnet das Feuer. Impuls. Oh, die Hälfte haben wir schon. Ja, die Hälfte ist nicht alles. Ja, nein. Nein, das sieht schlecht aus. Merkel. Wir brauchen dich zurück. Du musst mal hier Leute wieder beleben. Mach auf, Zwergi. Rührt sich nicht. Nein. Das finde ich außerordentlich schlecht. Zur Belohnung.
Nein, wie? Nein, was? Wie geht denn das? Das reimt sich. Tau des Lebens. Dankeschön. Endlich bin ich wieder da. Kannst du auch gleich mal Putin retten. Und da bin ich wieder weg. Die verbraucht, damit sie wieder Tau des Lebens einsetzen kann. Brauchen wir gerade. Bereit zum Abschuss. Nie Projektil. Na toll. Merke. Nein, nicht auch noch. Streit jetzt hier unter den letzten Überlebenden. Das ist gerade sehr kontraproduktiv. Was? Das kann nicht verhält werden. Scheiße. Schaffen. Ich habe meinen wahnsinnig vollen HP-Streuer ausgeschenkt. Kommt, ihr müsst das zu zweit schaffen. Kommt schon. Das klappt nicht. Ihr könnt mich nicht wiederbeleben. Tut mir zwar leid, aber sieht so aus, als ob wir das nicht hinkriegen. Okay, die beiden geheilt. Ja, ist auch schon alle. Der war zwar sehr voll, aber endlich wacht ihr auf. Der HP-Steuer, der wird nichts bringen, der ist alle. Na komm, lass mich in die Ruhezone, lass mich in die Ruhezone, lass mich in die Ruhezone. Dann kann ich mich wieder heilen lassen. Kann ich wieder mitkämpfen, vielleicht, eventuell. Mundgeruch. Nein. Merke. Das ist schlecht. Jetzt sind wir ohne Heilung. Das kann sie uns nicht mehr wiederbeleben. Was soll denn der Mist? Ja, komm, das kriegen wir hin. Was für ein elendiger Kampf. Der ist halt so OP. Wo ist jetzt abwechselnd immer in die Ruhezone? Weißt du, was bringt? Du musst. Viel kämpft er auch noch mit. Impuls. Na komm, Zweigi. Hau rein. Nein, 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 nein. Das macht mir Angst. Puh. Und dann ist es wieder geheilt. Dann kann ich in die Ruhezone. So. Ich wieder zurück. Ich wieder zurück. Wir werden nicht wanken. Wir kriegen das hin. Du sagst es, Donald. Nein, nicht mich abfeuern. Treffer bestätigt. Was würde denn das? Jetzt, oh, es ist ein schlechter Zeitpunkt für so einen Kampf. In so einem Kampf sollte man sich nicht streiten auch noch. Gemeinsam. Los, wir kriegen das. Streiten könnt ihr euch danach. Feuer frei. Donald in die Ruhezone. Ich werde wohl etwas müde. Spielt heilende Musik. Das ist schön, danke. Impuls, komm, er ist fast besiegt. Das kriegen wir hin. Los, Donald. Donald, du musst dich heilen. Hier zur Belohnung. Zack. Nur noch ganz wenig, das kriegen wir hin, das schaffen wir. Auch wenn dieser Part Überlänge bekommt, das kriegen wir hin, komm. Komm, das ist möglich. Zack, zack, zack. Das sieht gut aus. Willis Gabala hat ihn besiegt. Sie oder ihn. Ist ein Frosch. Also er oder sie, die Fee. Merci vielmals. Endlich geschafft. Nice. Das war wirklich ein anstrengender Kampf. Level 11 für alle. Puh, Gesichtsschutz gelernt. Eine Gesichtsmaske schützt einen Freund vor Status-Mali. Okay. Von mir aus. Level für Donald. Level für Putin. Bonus ERF für. Sind eigentlich alle gleich auf. Putin. Eigentlich für Donald, weil er gut mitgekämpft hat. Seht euch das an. Weg ist es, das Gesicht von Tamla 3. Anscheinend ist es zum Dorf zurückgeschwebt. Stimmt, so muss es sein. Was für ein Glück. Dank dir ist sie in Sicherheit. Gern geschehen. Und weiter geht's zur nächsten Raststätte, zum nächsten Gasthaus. Erstmal er noch. Wanderfotograf Dena. Hey, ich habe ein Foto für dich. Magst du es kaufen? Ja, na klar, mag ich es kaufen. Mundgeruch. Na klar, ab in mein Andenkenalbum. Na denn, weiter. Gasthaus. Perfekt.
Da können wir uns jetzt endlich ausruhen von den Schanden des Tages, des Kampfes. Ja. Und diesen Part beenden. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Gehabt euch wohl. Haut drinne. Habt noch einen angenehmen, fröhlichen Tag. Ciao, ciao.